Ja, die Berlinale ist natürlich immer ein Treffpunkt für Stars und Sternchen. Indira Weiss und Jay Khan haben sich für heute angesagt. Und ob ich die zwei für euch ins Interview bekomme, das versuche ich jetzt. So, Ton? So, ja, okay. Seid ihr bereit? Ja, hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute auf der Berlinale seid. Hattet ihr schon Gelegenheit, euch was anzuschauen an Filmen? Leider noch nicht. Nee, also ist unser erster Tag hier auf der Berlinale, aber hier läuft ja immer im Hintergrund so ein bisschen. Aber wir sind ja jetzt noch eine ganze Woche in Berlin zusammen. Okay. Ja, jetzt ist heute euer erster öffentlicher Auftritt als Paar. Was ist das für ein Gefühl? Schon relativ überwältigend, weil wenn du merkst, der ganze Fokus und die ganze Aufmerksamkeit ist auf dich gerichtet, damit rechnest du nicht, trotz der ganzen Geschehnisse der letzten Wochen, aber du rechnest damit nicht. Und ich glaube, wir sind immer noch in so einer kleinen Selbstfindungsphase und müssen uns erstmal hier ein bisschen akklimatisieren. Also wir gucken uns manchmal einfach nur in die Augen und wissen beide, was wir meinen. Aber ihr fühlt euch schon gut dabei, ihr genießt es, oder? Wir fühlen uns wohl, weil wir zusammen sind. Genau. Ja, richtig. Okay. Ja, jetzt hatten wir ja schon deine neue Single gehört, Hol de Radio. Wird man von dir auch noch was musikalisch hören? Oder von euch beiden vielleicht? Also von mir wird man definitiv was Musikalisches hören. Ich bereite seit längerem schon ein Album vor. Die Single steht in den Startlöchern und das wird alles voraussichtlich so ab Mai, Juni losgehen. Sehr geile Single. Also ich habe es schon gehört, ich bin jetzt schon großer Fan. Okay. Fast so gut wie Hol de Radio. Ja, also fast. Ähnlich. Ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin, habe ich gehört, dass du in der Schweiz, auch jetzt in der Show Mr. Schweiz, mit in der Jury sitzt. Ja, wie kam das zustande? Was ist das für eine Sendung? Also die haben mich angefragt und haben gemeint, ja, sie hätten gerne Indira in der Jury irgendwie, weil sie einen ganz guten Männergeschmack hat. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kamen. Und dementsprechend habe ich dann natürlich zugesagt, habe gesagt, ja klar, habe ich einen guten Geschmack hier. Und freue mich natürlich total. Also. Ja, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß hier in Berlin und viel Erfolg. Ja, dir Dankeschön. Auch. Ja, wir drücken den zwei Turteltäubchen Indira Weiss und Jay Khan natürlich ganz fest die Daumen für die Zukunft. Und ich bleibe natürlich für euch am Ball, Traumhochzeitübertragung und so weiter. Bis dahin, ciao, eure Miri aus Berlin.